und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred. Ich bin noch mal einmal im Developer-Account. Das bedeutet, wir wollen ein bisschen Spaß haben heute auf jeden Fall. Ich habe mir nämlich überlegt, wir greifen unseren Freund alle Mauern an. Und alle Mauern bedeutet tatsächlich alle Mauern. Ich hoffe, oder? Habe ich irgendwelche vergessen? Oh, ich habe, glaube ich, die Level-1-Mauern vergessen. Ich habe keine Level-1-Mauern. Das ist ein Problem. Ich kann es jetzt nicht mehr umbauen. Also, bis auf Level-1-Mauern. Bis auf Level-1-Mauern haben wir tatsächlich alle. Wir werden nämlich mal ganz kurz eben spähen. Ich habe nämlich, ich habe die Level-1-Mauern vergessen. Meine Schuld. Wir wollen die Mauerbrecher drauf loslassen. Die Level-7-Mauerbrecher mit dem Pulverfass wollen wir drauf loslassen. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Dafür habe ich die Mauer ja noch. Dafür haben wir ja diese Mauerstücke noch. Ja, ich kann auch keine neuen mehr bauen. Das ist das Problem. 120 Stück Level 7 haben wir. Und jetzt wollte ich mal gucken. Wir wollen uns natürlich mehrmals durchrödeln lassen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ruhig. Wie viel haben wir denn? Eins. Ja, Moment. Der läuft jetzt zum nächsten durch. Schafft er das auch noch? Schafft er auch noch? Wir lassen jetzt erstmal einzeln durchlaufen. Und dann, ja, danach nehmen wir dann mal alle. Also alle Mauerbrecher. Wir haben ja dann noch ungefähr. Ja, wir müssen dann noch so 112, 113. Okay. Er ist hier schon kaputt gegangen. Nein, nicht da vorne. Lauf durch. Lauf bis zum Ende. Ah, okay, wir müssen uns jetzt einen kleinen Weg bauen. Lauf. Lauf, kleiner Mann. Lauf, kleiner Mauerbrecher, Mann. Lauf. Also, die, ohne Witz, die sehen so geil aus. Das ist meine absolute Lieblingstruppe. Das ist meine neue absolute Lieblingstruppe. Mit dem Dynamit da drin. Es sieht so geil aus. Lauf. Lauf dahin. Okay. Lieblingstruppe auf jeden Fall. Wir lassen mal ein paar mehr laufen. Lauft. Lauft, macht mal einen kleinen Weg dahin, bitte, für die anderen. Ja, jetzt kommen sie weiter. Jetzt kommen sie weiter durch. Schaffen sie das? Gleich wird's tricky. Lol, sie laufen vorbei. Lol, sie laufen vorbei. Sie sind einfach vorbeigelaufen. Was machen die denn? Wo lauft ihr hin? Sie laufen vorbei. Schaffen die das wohl, alle Mauern kaputt zu machen und dann auch zum Rathaus? Das ist mal interessant zu wissen. Guckt euch das mal an. Es ist schon alles kaputt. Okay, dann lassen wir sie halt da hinlaufen. Dann lass ich sie jetzt hier hinlaufen. Okay, noch ein paar da hinten. Ein paar noch nach da. Also, so lustig. Es sieht so lustig aus, wie sie alle laufen. Lauft. Oh, wir haben noch drei übrig. Wir haben noch drei. Okay, die laufen jetzt ein. Sie werden gar nicht alles kaputt kriegen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie alle Mauern kaputt kriegen. Oder? Es sind noch ein paar. Also zumindest jetzt alle Mauerstücke bis auf die. Oh, ich habe die letzten vergessen. Ich habe auch die letzten noch vergessen. Ich bin so blöd. Es gibt ja noch 12er Mauern. Ah, muss ich noch nachbauen. Bauen wir gleich noch nach. Eben noch warten, bis der Rest explodiert. Ja, sie haben ja ansonsten schon ganz schön viel kaputt gekriegt. Okay, Leute, da muss ich tatsächlich mal eben nochmal nachbauen. Also, Leute, ich werde das mal eben machen. Bis gleich. So, jetzt habe ich es nochmal ein bisschen umgeändert. Also ja, klar, ich hatte die Maxed Mauern nicht. Jetzt sind sie da, unsere Maxed Mauern. Ich bin mal gespannt, ob das denn jetzt funktioniert oder nicht. Also ich würde sagen, wir lassen jetzt ruhig mal alle drauf. Wir lassen jetzt mal alle drauf gehen, aber mal ein bisschen verteilt. In der Hoffnung, dass wir diesmal alle Mauern kaputt kriegen. Alle, komm. Mach alle. Das sieht so geil aus. Lauft! Lauft, meine Kleinen! Lauft! Schnappt euch alle Mauern! Au, wir sind gerade mal bei den Gelben. Jetzt sind wir bei denen. Weiter. Lauf. Wir können doch gleich mal noch eine andere Truppe da drauf schicken. Ey, mit Sprungzauber? Wollen wir das mal probieren? Mit Sprungzauber über alle Mauern drüber. Machen sie das überhaupt? Oh, sie haben gleich alles kaputt. Nein, lauf doch noch ein bisschen nach links rüber. Jetzt laufen sie da alle durch. Jetzt laufen sie noch nach da. Also sie haben fast alles. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus, wie einfach nur alle Mauern jetzt kaputt sind. Alle Mauernstücke sind kaputt. Okay, ich würde sagen, einmal probieren wir es noch. Moment, einmal noch herausfordern. So. Einmal noch alle Mauern, Attack. Ja, machen wir noch. Einmal geht noch, so. Dieses Mal machen wir das mal etwas geschickter. Wir werden das jetzt von beiden Seiten mal probieren, immer. Und ich will das eigentlich machen. Ich will keine Mauerbrecher verschwenden eigentlich. Damit wirklich mal alles kaputt ist. Aber zum Beispiel ein Mauerstück ist jetzt zum Beispiel da noch übrig. Ich weiß nicht, ob die da dann noch drauf gehen werden. Dann lassen sie mal so. Na gut, nehmen wir einen Finger. Ja, wobei, das eine ist jetzt auch kaputt gegangen. Komm, bitte, macht alle kaputt. Gleich mal mit Sprungzaubern. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Aber das ist auf jeden Fall wirklich. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist meine absolute Lieblingstruppe jetzt. Sie sehen einfach so ultra gut aus. Vor allem, sie waren in der APK drin. Ich habe mich gefragt, wann kommen sie denn mal irgendwann?
Das Design kannte ich schon länger, aber dann habe ich mich gefragt, wann kommen die denn? Und jetzt kommen sie tatsächlich, ja, da springen sie schon hinten wieder auf. Und jetzt laufen sie noch. Der Rest läuft jetzt noch dahin. Kümmert sich jetzt noch darum, komm. Lauf. Macht alle. Oh, sie haben fast alle. Wenn sie das so in der Mitte machen würden, ja, das in der Mitte ist. Jetzt noch links. Also, schaffen nicht alle. Die schaffen da nicht alle. Immer links bleibt mir so ein ganz bisschen noch übrig. Aber jetzt würde ich sagen, wir probieren es nochmal mit einer anderen Truppe aus, aber dann mit Sprungzauber. So, diesmal habe ich diesmal 9 PK und 5 Sprungzauber. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir machen natürlich auch noch eine Folge heute, wo wir ein bisschen noch aufs Update eingehen, wo wir mal so ein paar Taktiken testen. Wo wir mal gucken, was kann der neue Queen Walk, was können die neuen Drachen, sind die Drachen jetzt stärker, die Hitpoints wurden ja erhöht und so weiter und so fort. Go Wipe, ist Go Wipe vielleicht wieder zurück mit den neuen Leveln für Magier und für Packers? Gucken wir alles noch drauf heute. Aber jetzt in dieser Folge soll es einfach mal ein bisschen um Fun gehen und da habe ich mir gedacht, warum ist es auch gar nicht mal so einfach, das zu bauen. Wenn du die einzeln upgraden musst hier, selbst wenn es jetzt im Grunde dann ja kein echtes Geld kostet, aber trotzdem, das dauert. Das dauert, das abzugraden. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die da überhaupt... Ja, weiß nicht, ob die überhaupt jetzt da springen oder ob die einfach komplett vorbeilaufen. Das weiß ich nicht. Oh, sie springen. Sauber. Das habe ich auch noch nie gesehen. Springt. Weil wir tun ja nicht, dass man nicht normal auch machen könnte. Also, in einem normalen Account könnte ich ja auch 5, oder wie würden es 9 Packers nehmen? Das ist ja kein privater Server. Also, es sind keine 100 Millionen Packer oder so. Das ist nichts, was sonst hier auch gehen wird. Jetzt nehmen wir aber noch den Warden zum Schutz. Und guck mal, was passiert. Wie viel kriegen denn unsere Packer hin? Aber wobei, wir haben ja kaum was. Wir haben ja kaum Gegner da. Ich hätte den Warden, glaube ich, gar nicht gebraucht. Die laufen jetzt aber noch dahin. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja nur die Kanonen. Wir haben die Bogitürme. Ich habe bei diesem Account jetzt mal keine Infernos gebaut. Ich habe keine X-Bögen. Von daher sollte es relativ gut funktionieren. Ja, das sollte funktionieren. Ah, ein paar Bomben noch, aber das wird eigentlich den Packer auch nicht viel ausmachen. Die sind gut. Die sehen vor allem auch geil aus. Da haben wir jetzt diesen, wenn ihr das jetzt mal genau seht, hier, da ist ein Ritz. Das ist ein Ritz vorne. Er zeigt immer mehr von sich, der Packer. Irgendwann sieht man vielleicht alles. Was verbirgt sich im Packer drin? Man weiß es nicht. Also es ist ja, glaube ich, der Packer soll ja angeblich weiblich sein. Bin da noch nicht so ganz überzeugt von. Wir werden nie erfahren, glaube ich, was sich da drin verbirgt im Packer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Sind auf jeden Fall noch unterwegs. Kümmern sich da noch um den Rest. Ich würde sagen, einen machen wir noch. Einen können wir ruhig noch machen. Ich will mal überlegen, welchen wir nehmen. Ich würde mal sagen, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir ruhig mal Magier? Magier only? Level 8 Magier? Oh, nee. Wir nehmen Tunnelgräber. Tunnelgräber only. Bis gleich. So, letzte Runde. Und dieses Mal nehmen wir Tunnelgräber. Max Tunnelgräber. Und ich bin mal gespannt. Wir lassen die auch jetzt ruhig mal... Dann nehme ich mal zwei Finger. Ich nehme mal zwei Finger und lasse die jetzt mal ruhig von allen Seiten. Das sieht so geil aus. Lol. Guck dir das mal an. Was ist das für eine Animation? Wie sind unter Tage? Hä? Hat der einfach nur... Ist das jetzt einfach nur ein Lag? Oder ist das tatsächlich die Animation? Ich weiß es nicht. Ne, jetzt ist wieder normal. Jetzt ist wieder normale Animation. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht so geil aus. Die Tunnelgräber, muss ich wirklich sagen, auch, das werden wir auch noch später gucken, in der nächsten Episode, werde ich alle Taktiken mal gucken, was wir da noch so hinkriegen. Also werde ich meine richtige Base nehmen zum Angriff und dann werden wir mal sehen, was sind denn die neuen Taktiken, was können wir da machen? Gibt's vielleicht ein Comeback der Tunnelgräber? Die wurden ja auch nicht mehr so oft benutzt zuletzt und da werden wir ruhig mal gucken. Alle neuen Taktiken, die wir da mal so nehmen können, mit Queen Walk, mit Tunnelgräbern und so weiter und so fort. Was wird der neue Inferno-Turm machen? Wird der neue Inferno-Turm ein Faktor sein im Clankrieg? Das sind alles so Sachen, die wir da mal gucken. Ob es dann, was bringt oder nicht. Und dann sind wir auf jeden Fall am Ende dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder um 17 Uhr. Macht's gut. Einen schönen Tag noch. Tschüss.